Warum wolltest du zum Bund und warum wollte der Bund dich? Ja, ich wollte ja gar nicht zum Bund. Das Problem war, das war, also ich wurde eingezogen zum 1. Mai 1999. Dienstbeginn, Dienstantritt war aber der 3. Mai aufgrund von Wochenend- und Feiertagen. Das war also auch wieder so ein Ding. Da wurde ich, am 1. Mai wurde ich noch verhaftet aufgrund von einer Spontan-Demo, die man am, die man, ich glaube, in Eschede oder so, oder am Hermannsdenkmal wollten wir spontan Demonstration machen. Und da hatte ich noch die 8 um. Und 3 Tage später hatte ich dann Dienstantritt bei der Bundeswehr. Und wir hatten es damals gesagt, dass es also im Moment günstig wäre, wenn ich nicht zur Bundeswehr kommen würde, weil wir gerade dabei waren, halt den Landesverband zu reorganisieren. Und das war dann ganz klar die Vorgabe. Da habe ich gesagt, alles klar, kriege ich schon hin. Habe mir dann halt, wie gesagt, so ein Hitlerbart rasiert. Kam dorthin in Uniform vom Freikorps Oberland. Das heißt also mit Wickelgamaschen, mit einer Kniebundhose, mit Bergschuhen, mit einem zweireihigen Trachtensakko. Dann hatte ich so eine, diese typische SA, diese Skimütze auf. Ja. Hatte einen Tornister gepackt, so richtig so einer, so wie so WK1-mäßig, mit der Decke aufgerödelt und dann also auch noch den WK1-Stahlhelm hinten drauf. Und wir haben halt gedacht, so lässt mich kein geistig normaler Mensch ja, auf den Kasernenhof. Aber wir haben halt nicht mit der Bundeswehr gerechnet. Ne? Also es war dann so, ich kam in den Shuttlebus und wurde dann halt erstmal in die Kaserne gefahren. Also ich musste gar nicht ans Tor. Ja, und dann haben die einfach 0815 gemacht. Ne, die haben die dann, das war denen irgendwie völlig egal. Dann kam ich zu einem Einstellungsgespräch beim Hauptmann und ich habe den Hauptmann dann gesagt, ja, also hören Sie zu, ich bin in der NPD, ich bin in der JN, ich bin weltanschaulicher Nationalsozialist, ich bin Antisemit, ich lehne die Verfassung ab, ich lehne die Bundesrepublik Deutschland ab. Und dann guckt er mich an und meint, ja, Herr Adrian, das geht jetzt nicht gegen Sie persönlich. Ich muss das aber melden. Dann hat er so einen komischen Bogen ausgefüllt und hat dann gemeint, ja, aber Sie nehmen jetzt erstmal ganz normal am Grundwehrdienst teil, an der Grundausbildung. Naja, 14 Tage später kam dann irgend so ein Fahrer da von seinem Chef dann an und hat dann gemeint, also und dann wurde mir das Schreiben eröffnet. Da hieß es dann ja, also es liegen ja noch keine schwerwiegenden Straftaten vor. Und ich wäre ja schon in der NPD gewesen, als ich zur Bundeswehr gekommen bin. Und es stellt erst in dem Moment ein Dienstvergehen dar, wenn ein Soldat der Bundeswehr in die NPD eintritt. Und das war halt schon vorhergegeben und deshalb stand meiner Verwendung nichts im Weg. Naja, so etwa 4 Monate später kam dann irgendwann mal der MAD und hat sich mit mir so einen ganzen Tag unterhalten. Dann habe ich denen auch ganz offen erzählt, wie ich mir die neue Gesellschaft so vorstelle und habe also so wirklich so Nazi-Essenz abgesondert und fanden die auch relativ normal. Und dann kam es zu einem Vorfall in der Kaserne, wo ein anderer Neonazi stationiert war, dass man da halt mal so ein, ja, in Anführungszeichen, so mal was gesoffen hat und dann haben wir halt da auch richtig vom Leder gezogen. Und das wurde dann von irgendwelchen Leuten, die halt auch in der Kaserne stationiert waren, wurde das mit einem Diktiergerät aufgezeichnet. Und die sind dann am nächsten Tag zu ihrem Hauptmann hingedackelt. Und der hat sich das dann angehört. Und gesagt, alles klar, oh ja, das müssen wir was machen. Ist mit dem Band zu meinem Hauptmann hingedackelt. Und dann haben die sich das Band angehört. Und haben gesagt, oh, das ist ja total furchtbar. Und das Problem war halt, die Mitschnitte waren illegal. Man darf nicht einfach jemanden abhören und das aufnehmen. Und die haben halt teilweise dieses Truppendienstgerichtsverfahren auf diesen Beweisen aufgebaut. Ich wusste ja schon 3 Tage vorher, dass das eröffnet wird, weil ein Kamerad aus der Grundausbildung, der saß in der Schreibstube vom Hauptmann und hatte nichts Besseres zu tun, als mir das gleich mitzuteilen, dass die halt anfangen, hier gegen mich zu ermitteln. Dann habe ich bei der NPD beim Dr. Eisenegger, der war ja damals Anwalt, oder der ist ja jetzt mittlerweile verstorben, aber das war so ein NPD-Anwalt angerufen, habe dem das so ein bisschen geschildert und da hat er gesagt, mach dir keine Sorgen, das bringen die nie durch.
Ja, dann wurde mir das eröffnet und dann musste ich zum Kasernensicherheitsoffizier und pipapo und bliblablub. Und ich habe halt immer Einspruch eingelegt. Zuerst mal wurde ich verurteilt, 14 Tage Bau. So, Einspruch eingelegt, dann waren es auf einmal nur noch 7 Tage Bau. Wieder Einspruch eingelegt und dann zeichnete sich halt ab, dass das Truppendienstgerichtsverfahren völlig in die Hose geht. Jetzt hatte leider der Hauptmann beim Appell, als mir das eröffnet wurde, schon rumgetönt und rumgeblökt, dass das Konsequenzen haben wird und dass, ja, der war halt gerade dabei, sich richtig gut zu blamieren. Und dann kam wieder dieser komische Sicherheitsoffizier und, naja, meinte so, ja, Adrian, würden Sie denn, also wenn wir uns, also wenn wir sagen, 3 Tage Stubenarrest, würden Sie denn dann darauf eingehen? Ich habe natürlich gesagt, nee, um Gottes Willen, ich bin ja total unschuldig. Ne? Also wie Rechtsextremen halt immer argumentieren, natürlich hatte ich das alles gesagt. Also die Vorwürfe an sich waren ja komplett berechtigt. Nur die Art der Beweisführung war halt, ja, hatten sie sich ein bisschen dämlich angestellt. Und naja, da habe ich das natürlich wieder abgelehnt. Und in dem Moment ging es für diesen Hauptmann nur noch darum, sein Gesicht zu wahren. Und dann hat er innerhalb von 3 Tagen hat er es erreicht, dass ich vom Wehrdienst befreit wurde. Aber mit einer Begründung, die schon am ersten Tag, als ich zur Bundeswehr kam, feststand. Also in dem Moment, wo der das gewollt hat, wo der es drauf an, war ich sofort aus der Truppe draußen. Ach, verschiedene Sachen, dass ich bei der NPD bin, dass ich Funktionär bin, dass ich im Landesvorstand bin, ja, dass ich Kontakte zur Wikingjugend hatte, dass ich halt Antisemit bin und ja, dass ich auf meiner Mailbox irgendwie den Spruch hatte, sie sind direkt verbunden mit dem Führerhauptquartier und so. Und ja, also im Grunde genommen wurde ich vom Wehrdienst freigestellt, weil ich Neonazi war. Aber das bin ich in der Zeit, wo ich bei der Bundeswehr war, immer gewesen. Und das wussten die auch. Und das ist halt für mich halt schleierhaft, warum das auf einmal ging, als es der Hauptmann nicht mehr wollte. Und dass das halt wirklich so, ja, gar nicht von der Tatsache abhängig war, sondern von dem Willen von diesem Typ abhing.